So, hallihallo Leutchen, ja hier, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking, Unboxing. Es ist soweit, wir kommen heute jetzt und hier tatsächlich zur allerletzten Figur von diesen 14 McDonald's Happy Meal Drachen. Zum zweiten Kinofilm von DreamWorks, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Wir haben alle durch. In diesem Video, wie schon gesagt, werde ich jetzt die allerletzte Figur hier auspacken und in einem darauffolgenden Video werde ich nochmal alle 14 Figuren hier auf dem Tisch aufstellen. Dann habt ihr nochmal einen schönen Modellvergleich, könnt jede Figur nochmal angucken und ich gebe zu jedem Stück meinen Kommentar ab, was mir aufgefallen ist, was mir sehr gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat und so weiter und so fort. Kurz gesagt, ein kleines Fazit. Also, heute kommen wir nun zur letzten Figur und zwar hier zu Skull Crusher mit Reiter. Und welcher das ist, der schauen wir uns jetzt an. Okay, also hier habe ich das Ding original verpackt, noch in der originalen Folie drin, mit verknicktem Beiheftchen und Flügeln zum Anstecken. Also, dann schauen wir uns das ganze Ding jetzt mal an. Genießt's nochmal, denn es ist das letzte Video zu dieser 14-teiligen Serie. Okay, also schauen wir uns als erstes mal das Beiblatt hier an. Aha, hier haben wir unseren Skull Crusher mit einer Klappe auf dem Rücken und dahinter ein kleines Knöpfchen. Und wenn wir da drauf drücken, dann wusch, schnalzt ein kleiner Reiter nach oben. Tja, und bin ich natürlich sehr gespannt, welcher unserer Wikinger das hier sein soll. Okay, was hier nicht zu sehen ist, ist die Tatsache, dass wir die Flügel hier anstecken müssen. Okay, also, dann lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Hier haben wir es, hier haben wir die Flügel, tue ich mal zur Seite. Und hier haben wir unseren Skull Crusher bzw. Schädelbrecher. Und wie ihr wisst, haben wir es hier mit einem Grollhorn zu tun. Ja, was ich jetzt nicht wirklich ganz so genau weiß, ist die Tatsache, wer jetzt eigentlich diesen Drachen hier reitet. Wer ist der Halter von diesem Drachen? Ist nun Hau drauf oder ist es Eret? Ich meine, dass Eret mal was mit dem Drachen hier zu tun hatte, aber letztendlich war es dann Hau draufs Drache. Kann das sein? Leute, seht's mal nach, ich habe den zweiten Kinofilm noch nicht gesehen, drum habe ich da noch einige Lücken. Was diese Figuren hier anbetrifft, ich werde den Film erst sehen, wenn er auf Blu-ray 3D rauskommt. Okay, und zu dem Drachen gehören diese roten Flügelchen dazu, die man extra verpackt hat. So, die Flügel hier haben ein bisschen Struktur. Man hat hier auch so ganz einfache, ja, so ovale Pünktchen reingedrückt, reinmodelliert. Und auch hier kann ich wieder so ganz winzige, ja wie Metallstückchen, Metallblättchen oder sowas wie Glitzer, Glitter erkennen. Und auch hier fällt wieder auf der Flügelarm, der Flugarm und die Flugknochen, die Flugrippen, die sind hier matt. Die Flügelhaut jedoch, die spiegelt, die glänzt wie verrückt. Und dazwischen sieht man diese kleinen Glitzerstückchen. Also das ist schon witzig. Ist auf der Unterseite ganz genauso. Hier haben wir auch einen Stempel mit China, THX. Ein netter Flügel, aber doch ein ziemlich kleiner Flügel für unseren Schädelbrecher hier. Der andere Flügel sieht genauso aus. Hier wahrscheinlich nur gekontert. Ja, wie es aussieht, ist der tatsächlich gekontert. Okay, und die Flügel, würde ich sagen, die stecken wir doch gleich an. Unserem Grollhorn. Also, das kommt hier rein. Übrigens könnt ihr auch sehen, der Flügel hier hat am Rand, an dieser Rundung, so eine kleine Einkerbung, ne? Könnt ihr sehen? Und wenn ihr jetzt hier reinschaut, dann seht ihr auch so ein Stiftchen, was hier hochläuft, ne? Und da passt diese Einkerbung rein. Also, so, zack, der Flügel hält, aber ja, ziemlich locker. Also präzise ist was anderes. Und hier bei diesem Flügel haben wir diese Einkerbung am hinteren Teil. Und hier seht ihr das auch, ne? Wenn ihr reinschaut, so ein Stiftchen am hinteren Teil, also dieser Flügel gehört auf diese Seite. Ja, er hält, aber wie schon gesagt, es sitzt ziemlich locker. Wenn ihr ihn so bewegt, da geht die Flügel ein bisschen hoch und runter. Aber die müsst ihr schon mit den Händen, mit den Fingern bewegen, sonst hängen die einfach nur so am Körper herunter. Okay, aber ich muss sagen, das ist doch schon ja ein größerer Drachen, definitiv. Die Farben hier sind gar nicht schlecht, hier haben wir es wieder mit so einem Weinrot zu tun und einem schönen, kräftigen, ja, Grün. Das ist schon fast ein bisschen Olivgrün, würde ich sagen. Aber sieht wirklich gut aus. Was nicht so gut aussieht, ist die Tatsache, dass man seinen Kopf hier
mit diesem Weinrot besprüht hat und ihr seht, oder bemalt, ja, besprüht oder bemalt. Und wie ihr seht, läuft die Farbe hier auf den Körper. Ja, ihr könnt es hier rechts an der Seite sehen. Also ist nicht sauber bemalt, dann auch oben hier am Nacken, da läuft es auch auf das Grün und auf dieser Seite hier genauso. Vielleicht ist es auch beabsichtigt, denn unten sieht man auch diesen Verlauf. Kann sein, es ist beabsichtigt, nur bei den Hörnern hier sieht es halt nicht ganz so schön aus, ne? Wenn es da auch im Körper noch entlang läuft. Ansonsten, der Kopf sieht gar nicht schlecht aus, ist nur eine Farbe. Die Pupillen hat man hier gelb gemacht und die senkrechten Pupillenstreifen hat man einfach ausgespart, nicht extra mit Schwarz bemalt. Die Pupillen sind also auch in diesem Weinrot. Also es ist relativ einfach gemacht. Ich glaube noch nicht mal, dass die Pupillen hier reingemalt wurden, sondern für mich sieht es aus wie so ein Stempel, der einfach draufgesetzt wurde. Oder vielleicht wurde das auch draufgedruckt. Je nachdem. Ja, man erkennt auch seine Zähne und auch die hat man einfach in diesem Weinrot gemacht. Also da hat man sich jetzt keinen dabei abgebrochen. Aber der Kopf an sich, muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus. Und dann seht ihr schon, hat er einen massigen Körper. Ja, man hat sich, glaube ich, bei der Skulptur von diesem Schädelbrecher an dem Chitin eines Käfers orientiert, wenn ich mich da nicht verlesen habe. Ja, so sieht es auch aus. Also sind schon wirklich sehr fantasievolle Drachen, was hier durch Drachenzähmen leicht gemacht ins Leben gerufen wurde. Das muss man schon sagen. Klasse. Dann hier ein ganz, ganz schmaler, ein ganz, ganz leichter Rückenkamm, der sich durchzieht bis zur Schwanzspitze. Die Schwanzspitze hier erinnert ein bisschen an einen Ankylosaurus. Ja, also wird hier hinten leicht oval und auch hier sieht man Stacheln rundherum an den Seiten und oben. Auf der Unterseite findet man nichts. Hier findet man nur die hohle Aussparung des Schweifes. Aber schön finde ich hier wieder die Schuppen, vor allem auch die Abstufungen, dieser Panzer, ne, dieser Schuppenpanzer, die man hier sieht, wie schon gesagt, orientiert an einem Käfer. Und man hat hier ganz, ganz toll die Schuppen mit reinmodelliert. Die sind hier richtig groß und werden, wenn es Richtung Schwanz geht, immer kleiner, immer feiner. Und hier am Schweif sind sie nochmal ganz, ganz grob. Also das ist klasse, das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier die geheimnisvolle Öffnung. Ja, und wenn wir hier auf dieses Knöpfchen drücken, dann wird hier ein Reiter zum Vorschein kommen und da bin ich wirklich gespannt. Ist es Eret oder ist es Hau drauf? Haha, wir werden es in ein paar Minuten erfahren. So lange müsst ihr euch noch gedulden. Jawohl. Okay, also auch die Beine hier nett gemacht, ganz einfach. Die Krallen sind jetzt einfach nur rund, nicht scharf, auch nicht extra bemalt. An der Seite habt ihr auch noch ein paar so. Ja, so Zacken, so ein Hautlappen oder so ein Stacheln sein, wie auch immer. Das ist ganz einfach gemacht. Die Hinterbeine, die hat man so gestaltet, als ob er gerade fliegen würde, ja. Sind so nach hinten gebogen. Und wenn ich das von unten wieder anschaue, was seht ihr da? Auch hier hat man wieder mit dem Plastik gespart, um die Welt zu retten. Aber sieht schon strange aus von unten, oder? Wird auch wieder durch zwei Schrauben hier gehalten. Die Beine wurden anmontiert, die Flügel haben wir ja angesteckt. Und schaut mal, im Kopf hier ist auch nochmal so ein kleines Viereckchen drin. Liebe Zeit. Okay, also. Und auch der Drache wurde an verschiedenen Stellen zusammenmontiert. Ist ja interessant. Also, ich stelle ihn jetzt mal hier auf die Mitte. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für eine Größe haben. Wie schon gesagt, der ist relativ groß. Wenn ich den so messe, von vorne bis nach hinten, sind wir bei 15 cm und sogar ein paar Millimeter drüber. Sind fast sogar 15,5 cm. Und wenn ich es hier an den Flügeln messe, also in der Breite, da sind wir hier auch, ja, bei 15 bzw. 15,5 cm. Also Länge, Breite in etwa gleich. Was haben wir hier für eine Höhe? Also knapp 4 cm in der Höhe. Nicht ganz. Ne? Also ist schon keine schlechte Größe. Für unser Grollhorn hier. So, jetzt drehe ich ihn mal. Dann seht ihr den auch von allen Seiten. Der Kopf, das Gesicht, die ganze Stellung gefällt mir wirklich gut. Muss ich schon sagen. Auch die Farben finde ich schön. Wie schon gesagt, hier am Kopf dieser Farbverlauf. Für mich sieht es aus wie Farbschmierer.
Wenn es jetzt nur um den Kopf herum wäre, okay, aber ihr seht diese auslaufende Farbe auch an den Hörnern, an seinen roten Hörnern, wie es auf dieses Olivgrün überläuft, und das ist nicht wirklich schön. Ansonsten die Schuppen hier wirklich klasse gearbeitet und dann auch der Körper an sich wieder in Regionen aufgeteilt, ja, in so einzelne Glieder, die ineinander greifen, was natürlich sehr an den Käfer erinnert. Ich krieg den irgendwie heute nicht in die Mitte. Sorry, Leute. Aber ich denke mal, es reicht trotzdem, um euch das hier alles schön zu zeigen. Und ihr könnt es mit Sicherheit alles sehr gut erkennen. Also auch dieser Schädelbrecher durchaus ein absolut schönes Exemplar, eine tolle Figur. Und auch das kann ich jetzt schon, ohne irgendwie das Gimmick oder die Action hier ausprobiert zu haben, ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen. Toller Drachen, tolle Figur. Ihn gibt's ja bereits auch schon als Actionfigur. Bin ich mal gespannt, ob ich den auch mal irgendwie krieg. Und wie der dann ausschaut im Vergleich zu diesem hier. Und ich sag's nochmal, ist ein wirklich schönes Stück. Ein toller Brocken. So von hinten sieht er ein bisschen aus, ja, wie total erschöpft. Da die Beine so nach hinten stehen und von vorne sieht man, er ist eigentlich gerade am Fliegen in der Luft. So, und jetzt wird's Zeit für die Action, Leute. Wobei, von Action kann man hier jetzt nicht wirklich sprechen. Denn wie schon erwähnt, wir haben hier hinten einen kleinen Knopf, einen kleinen Schalter. Und wenn ich drauf drücke, dann müsste hier der Reiter nach oben schnappen. Und wisst ihr was? Da drücke ich jetzt mal drauf. 3, 2, 1 und... Zack! Ist ja cool. Also schaut's euch an. Für mich sieht es definitiv aus wie Haut drauf. Mods the Bart hat auch die entsprechende Breite und natürlich auch den Hörnerhelm. Extrem einfach gestaltet. Man erkennt hier ja nur mit recht viel Fantasie ein Gesicht. Auf jeden Fall sind die Hände hier gut zu erkennen. Jeder Finger und die Daumen sogar. Dann ein bisschen von seiner Rüstung, das hat man hier alles braun gemacht. Die Lederklamotten, das Felloberteil und so weiter und so fort. Und er sitzt hier so ganz gemütlich auf dem Rücken von Skull Crusher. Und da ich die Figur noch nicht gesehen habe im Film, könnt ihr gleich mal abschätzen, wie sieht's aus im Größenverhältnis? Ist Skull Crusher wirklich so riesig? Weil ihr seht schon, ne? Haut drauf, ist hier richtig winzig. Im Vergleich zum Rest, ne? Also hier, der Grollhorn ist schon ganz schöner Brocken. Wow. So, also hier, so sieht's von hinten aus. Die Stacheln, die Haut nach oben geklappt, was aber auch durchaus als Stuhllehne, als Rückenlehne durchgeht. Und hier sitzt er, unser Wikingerchef, unser Haut drauf. In diesem Fall sitzt drauf mit orange-braunem Bart. Also, so sieht die ganze Geschichte aus. Wie schon gesagt, ihr könnt ihn hier wieder runterklappen, dann wieder hinten auf das Knöpfchen drücken. Wusch, ist er wieder da. Und weg. Und da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Und weg. Und da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Da. Ah, ich werde noch irre. Ja, Leute, das ist alles. Das ist die ganze Action. Mehr gibt es nicht. Er flattert weder mit den Flügeln noch saust er hier über den Tisch. Ihr könnt nicht aufziehen, gar nichts. Ihr könnt nur unseren Wikinger total dummelig machen, indem er ihn wegdrückt und wieder herholt. Weg da, weg da, weg da, weg da. Haha. So, und jetzt zeige ich es euch nochmal. Hier auf die Mitte. Nochmal ein bisschen herzoomen. Und jetzt drehe ich den nochmal mit Wikinger auf dem Buckel. So sieht's aus. Schaut's euch nochmal an. Also, wie schon gesagt, auch wenn es relativ wenig Action ist, eine richtig schöne Figur. Also, ganz, ganz große Klasse für ein Spielzeug. Für eine Happy Meal-Dreingabe. Richtig schöner Drachen, muss ich sagen. Tja, ihr Lieben, und das war's auch schon. Das war's auch schon. Wir sind durch. Das war das vorletzte Video, wohlgemerkt, zu den 14 McDonald's Happy Meal Drachen bzw. Figuren. Hicks und Astrid waren ja auch dabei. Zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2 Drachenzähmen leicht gemacht.
Ich mache jetzt noch ein abschließendes Video, wo ich alle Figuren nebeneinander hier mal aufstelle und dann zeige ich euch nochmal zu jeder Figur eine Kleinigkeit. Alles klar? Alles klar? Alles klar! Hey Leute, hat wieder Spaß gemacht. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, bis dahin, euer Ruppi. Und weg, und da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Und weg, und da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Und weg, und da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Und weg, und da, weg, da, weg, da.